Hallöchen und welcome back. Neuer Tag, neuer Vlog. Ich bin wieder dabei und heute war geplant, entweder nach Teltow und Babelsberg fahren oder aufräumen. Und naja, aufgrund dessen, dass es bei uns gerade so aussieht, also es regnet den ganzen Tag, ist heute Aufräumen dran. Ich möchte heute einfach mal meine ganzen Schränke aufmachen und alles aussortieren, was ich wirklich nicht mehr brauche, damit sich kein Mist ansammelt und man irgendwie später, falls man mal wieder umziehen sollte, einfach auch nicht so viel Arbeit hat. Einfach quasi die Grundordnung wieder reinbringen und nebenbei kümmere ich mich um meine Orchideen. Da habe ich schon angefangen, die brauchen mal wieder Wasser. Starten wir. So sieht das aus, wenn ich mich um meine Orchideen kümmere. Ich habe hier drei solche Behälter, die sind voll mit Wasser. Und da stelle ich die Orchideen einfach für 5 bis 10 Minuten rein. Die saugen sich dann voll. Dann, wenn die fertig sind, nehme ich die raus, lasse die einfach gut abtropfen. So lange, bis kaum noch Tropfen kommen. Und dann kommen die wieder an ihren Platz. Ich habe jetzt hier einen Korb. Hier werde ich alles reintun, was ich aussortieren werde heute. Da kann auf jeden Fall schon mal dieses Kabel rein, denn das ist von meiner Powerbank. Und das Kabel hat irgendwie einen Knall, das ist kaputt. Okay, fangen wir an. Jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Oh mein Gott. Jetzt versteht ihr auch, warum aufräumen. Ja, diese ganzen Kabel muss ich natürlich sortieren. Und gucken, was davon ist eventuell kaputt, was brauche ich nicht mehr. Das ist auf jeden Fall eine Menge Arbeit. Als erstes werde ich das Ganze erstmal komplett ausräumen. Ich bin ja schon froh, dass ich zum Beispiel manche Dinge beschriftet habe, wie hier Nintendo DS. Dass ich auf jeden Fall schon mal weiß, wo gehört denn das jetzt überhaupt hin. Ich werde jetzt diese ganzen 4 Schubladen ausräumen und dann nach und nach sortieren und wieder einräumen. Oh mein Gott, die Schubladen sind jetzt alle leer und ungelogen. So ein Haufen Zeug ist da jetzt rausgekommen. Meine Kameras, die habe ich schon mal extra gelegt. Denn für die Kameras habe ich nämlich das Körbchen frei gemacht. Hier sollen die ganzen Ladekabel reinkommen, sodass ich die nicht mehr außerhalb laden muss, die Akkus. Meine ganzen Kameras, die habe ich schon hier platziert. Die EOS 80D. Die Canon G5X. Dann haben wir hier noch die Canon EOS 650D. Meine Kameratasche. Das kann dann auch aussortiert werden. Hier haben wir noch unsere GoPro. Und die ganzen zugehörigen Ladekabel. Selfie-Stick, wobei ich glaube, der funktioniert auch leider nicht mehr so richtig. Ja, also ein Haufen Müll. Hier genauso. Hier genauso. Ich glaube, hier ist sogar noch ein älteres. Hier ist sogar noch ein älteres Modell iPhone drin. Das funktioniert nicht mehr, leider. Denn da habe ich Scheiße gekauft. Das ist gesperrt. Das ist ein komplett gesperrtes iPhone. Also das wäre noch funktionstüchtig. Nur es ist komplett gesperrt. Tja, wahrscheinlich hat derjenige, dem das gehört hat, das verloren. Irgendjemand hat das gefunden und das ist jetzt gesperrt. Und ich, dumme Nuss, habe es gekauft. Toll. Also das könnte eigentlich auch entsorgt werden. Dann habe ich hier noch, guckt mal, das ist meine Kindheitserinnerung. Das habe ich Tatsache schon seitdem ich, ja wie alt war ich da? 6, 7 Jahre alt war ich da? Also das ist auf jeden Fall schon fast 20 Jahre alt, das Ding. Das ist ein Game Boy Color.
Wow, schreibt mal in die Kommentare, ob sich noch jemand dran erinnern kann, ob jemand auch sowas hatte von euch. Hier noch mit den ganzen Spielen. Pokémon Gold, Pokémon Blau, Pokémon Gelb. Also das war die allererste Pokémon-Edition, die rauskam. Pokémon Gelb, Pokémon Silber, irgendwas mit Mario. Und das weiß ich gar nicht mehr. Crazy. Und das ist mein Nintendo DS. Ja, den hole ich mal raus, wenn wir reisen irgendwo hin. So, werden wir mal anfangen, das Ganze jetzt zu sortieren und einzuräumen. Alter Falter, ich habe einen Schrank sortiert und habe schon so viel für den Keller und für den Müll aussortiert. Also das muss noch sortiert werden. Aber das meiste davon ist einfach nur Müll. Da sieht man erstmal, wie viel man in seinem Leben eigentlich an Müll hortet und hat. Auf jeden Fall bin ich jetzt hier erstmal fertig und das Ganze sieht jetzt so aus. Aufgeräumt. Ups. Also hier sind jetzt die ganzen Kabel drin verschwunden und ich war erstmal erschrocken, wie viele Ladekabel und Datenkabel hier eigentlich rumliegen. Das ist übel. Das ist echt übel. Nächste Ecke. Also das ist jetzt die nächste Ecke. Hier kann definitiv auch mal was gemacht werden und das mache ich jetzt. Also eigentlich kann bis auf mein Orchideenzeug alles weg. Das hier brauche ich hin und wieder. Aber das ist alles irgendwie Schrott, den man vor allem ewig lange schon nicht benutzt hat. Das genauso. Das kann alles runter. Ich werde das auf jeden Fall nutzen, die Zeit, um noch die eine oder andere Blume gleich umzutopfen. Weil ich habe hier die Erde und dann kann die auch gleich runter. Jips. Das ist ein Affenbrotbaum. Da haben wir die Samen von, ich glaube, Teneriffa. Ja, von Teneriffa mitgebracht und der ist selbst gezogen und hier wird es echt schon höchste Zeit, den mal umzutopfen. Ich habe gerade noch Dinge vom Teneriffa-Urlaub gefunden. Da habe ich gar nicht mehr dran gedacht, dass das auch noch existiert. Das ist hier so eine kleine Muschel. Und noch zwei weitere kleine Muscheln. Und diese riesengroße Schot hier. Ich weiß gar nicht. Die klappert. Mal gucken, ob da noch was Brauchbares drin ist. Da könnte man das ja eigentlich rein theoretisch mal in ein Gewächshaus tun. Oh Gott. Oh Gott. Oh, Hilfe. Okay. Jetzt. Oh, wieder Dreck gemacht. Was ist hier drin? Ich habe es offen und die sehen sogar noch richtig gut aus, die Samen, die hier drin sind. Ich glaube, ich probiere das mal. Ich werde die mal stecken. Ich habe jetzt einfach mal so einen großen Blumentopf halb voll gemacht und da werde ich das jetzt ein bisschen an, ich werde das mal ein bisschen andrücken hier drin. So, und die Dinger werde ich einfach mal der Reihe nach verteilen. Ich habe keine Ahnung, ob da irgendwas passieren wird, weil die sind mittlerweile schon sicherlich 2 Jahre alt, aber die waren ja trocken gelagert. Also, mal schauen. Wie gesagt, keine Ahnung, ob da was kommt. Ich probiere es einfach mal. Ein paar habe ich auch noch rausbekommen. So sieht das jetzt aus. Die werde ich jetzt einfach noch ein bisschen andrücken und zudecken. So.
Okay. Na, bleib drin. Und das werde ich jetzt einfach mal richtig schön durchnässen, durchsprühen. Und dann an einen warmen oder recht warmen Ort stellen. Ich habe mir gerade noch so eine normale Klarsichthülle zugeschnitten. Die packe ich jetzt noch oben drauf und mache gleich hier noch Löcher rein, dass die Wärme drin bleibt und es aber trotzdem noch atmen kann. So, da steht jetzt hier direkt am Fenster in der Küche hier drauf. Hier ist die Heizung und deswegen kommt hier mal ein bisschen Wärme und es hat von unten ein bisschen Wärme. Wasser hat Licht. Hier ist übrigens die fleischfressende Pflanze und die Avocado, die auch wieder fleißig vor sich hin wächst, oder immer noch. Die Wurzel sieht mittlerweile so aus, die geht übelst ab. Krass. Ich bin erstmal durch. Und das Ergebnis sieht jetzt so aus. Hier steht kein Gerümpel mehr rum oder kaum noch. Das hier brauche ich ja jede Woche für die Orchideen. Hier, ja, fehlt jetzt noch irgendwas, aber ist halt aufgeräumt, ne? Aussortiert. Jetzt steht das Blümchen auch wieder gerade. Der bekommt übrigens auch bald seine... Der bekommt auch übrigens bald seine Blätter. Das ist ein Affenbrotbaum. Den habe ich auch selbst gezogen. Eigentlich müsste der bald anfangen, Blätter zu schieben. Ich glaube, da geht schon los. Also im Winter hat er immer keine Blätter. Den habe ich jetzt auch umgetopft. Im Winter hat er keine Blätter. Und im Sommer ist er richtig grün und buschig. Der ist eigentlich echt cool. Und das ist jetzt das, was ich alles nur in einem Raum aussortiert habe. Die Ladekabel für meine Kameras, die sind jetzt hier. Den Verteiler habe ich hier festgemacht. Und hier sind dann die einzelnen Kabel. Es ist noch nicht perfekt, also es fehlt irgendwie noch der gewisse Charme an Deko. Aber ich bin erstmal zufrieden. Jetzt habe ich Hunger. Was mache ich jetzt? Einkaufen muss ich auch noch. Nehme ich euch mit? Könnte ich eigentlich. So, ich habe mich frisch gemacht und umgezogen. Jetzt fahre ich zum Einkaufen. Im Lidl angekommen, stelle ich fest, es ist auf jeden Fall nicht die richtige Herangehensweise, hungrig einkaufen zu gehen. Dann sieht einfach alles so unglaublich lecker aus. Die Grillabteilung. Da ich jetzt so clever war und hungrig einkaufen gegangen bin, werde ich mich zur Feier des Tages heute noch mit einem Döner belohnen. Schnell nach Hause, dass er nicht kalt wird und dass ich essen kann. Mmh, lecker, 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 lecker. Mmh. Ey, was ist denn da los? Kommst du betteln? Kommst du betteln? Salat. Ist nichts für dich. Ja gut, das war Salat. Warum nicht? Dann fressen wir halt mal Salat. 2 Minuten später, der Salat ist weg. Ich wusste gar nicht, dass ich eine vegetarische Katze habe. Okay. Satt. Seien wir doch mal ehrlich, das ist doch das absolut geilste Gefühl, nach so einem Hunger endlich satt zu sein, gegessen zu haben und satt zu sein. Schön. So Leute, ich würde mit ein bisschen Überbelichtung jetzt das Video an der Stelle beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst doch gerne ein Däumchen da oder einen Kommentar. Abonnieren ist kostenlos und würde mich wirklich unterstützen, sehr doll unterstützen sogar, und es würde mich auch sehr freuen und ich würde es auch sehr zu schätzen wissen. Vielen Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss!